Hallo und herzlich willkommen zu diesem großartigen Company of Heroes Podcast. Ja, heute wieder mit Nike. Sag hallo. Nö. Macht er nicht, siehst du? Das ist so frech einfach nur, ja. Das ist unglaublich. Ja, ich bin so nett gelobt worden von einigen nach dem letzten Cast. Jetzt kann ich mir was rausnehmen, denke ich. Echt? Von wem denn? Das ist dann die andere Frage, ja. Eigenlob zählt nicht. Ach so, scheiße. Ja, wir haben ein Spiel von einem von unseren glorreichen Clan-Membern, Rosenberg, der hier spielt als drittes königliches schottisches, was auch immer, Regiment. Und die Wehrmacht, Norden, und dann haben wir noch hier im Süden den Alcoholic als Amerikaner. Sagt dir das was? Nö. Ich hab mir Gut. eigentlich vorgenommen, noch nachzuschauen, wo der irgendwie steht, aber ich schätze, das wird so zwischen 10 bis 14 sein, levelmäßig. Ja. Rosenberg hat ja gemeint, dass das dann sein Spiel war, wo er danach Level 12 war, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, da Hat kann er ja doch auch so schon länger ungefähr nicht stimmen. mehr gespielt, meine ich. Ja. So was in der Richtung. Ah, okay. Also, dann geht's los in 3, 2, 1 und jetzt. 11, 12, 13. Guck mal, der macht gerade das, der Amerikaner, wo du gemeint hast, dass es nicht so gut ist. Drei Pioniere. Ja, das sind halt immer subjektive Einschätzungen, die ich in dem Sinn abgebe, weil ich ja eben eine relativ ausgefallene Spielweise oder ausgefallene Ansichten habe. Ja, also auf manchen Maps kann man es spielen, auf Langree würde ich es nicht machen. Die Map ist eigentlich nicht groß genug, als dass man wirklich drei Pyos bräuchte, aber manche schwören da auch drauf. Also endgültiges Urteil muss sich jeder selber bilden. Na, gegen P dürfte es auf jeden Fall mehr Spaß machen. Ja, und da ist es mit 4 Pyros einfach wegen den 4 Flamern geil. Also 4 Flamer können auch gegen Wehrmacht geil sein, aber gegen PE halt wegen der standardmäßigen Rüstung. Ist es am Ja. allergeilsten. Interessant jetzt auch, dass er jetzt mit dem Cheat anfängt. Sieht das mehr so ein bisschen, als würde er gegen PE spielen. Ich weiß nicht, vielleicht hat das verpeilt. Also ich finde, Cheap muss so schnell wie möglich kommen, weil der halt mit jeder Sekunde, der auf dem Feld ist, im Endeffekt schwächer wird. Weil du kannst ihn gegen Pyros gut einsetzen, gegen einen Volkstrupp, ja, aber sobald es dann zwei Einheiten werden, ist eigentlich schon vorbei mit dem Cheap, wenn du nicht gerade der 1337 Highskiller 111 sonst was bist. Da sind wir mal gespannt. Naja, auf jeden Fall ganz interessant, wenn man eben wirklich früh bringt und wenn man damit Pioniere jagen geht und sieht auch später nach aus, als hätte er ganz genau das vor. Ja, also er macht auf jeden Fall noch gescheit, also er geht auf die typische Capping-Route und versucht mit dem Jeep dann eigentlich die Stärke auszuspielen, halt Pyros anzugreifen. Mal gucken, ob er dann im Spiel noch den zum Schieben halt einsetzen wird, was dann die zweite Stärke ist. Wenn man gut schieben kann, kann man den Jeep auch noch länger als 4-5 Minuten benutzen, aber wenn man mit dem nur versucht anzugreifen, dann ist er halt ab Minute 4-5 komplett nutzlos. Ja, dann wieder aber direkt in Deckung. Ich weiß nicht, also der fährt mit dem Jeep auch Kreise. Eigentlich musste er mit dem vorwärts und rückwärts fahren, weil er halt einen sehr geringen Schwenkbereich hat seiner Waffe. Ja. Also man sieht jetzt kurzzeitig halt den Cap-Überhang vom Ami, indem er mit drei Einheiten cappen kann, mit den drei Pyros. Da hat er schon ein gutes Stück mehr als der Wehrmachtler. Gut, aber. Aber wenn er halt jetzt noch einen Rifle dabei hätte, hätte er das Ganze noch weiter ausspielen können. Na gut, die zweite Geschichte ist halt, dass der macht da seinen Punkt, der er trotzdem bekommen hat, weil er schiebt dann doch wieder durch den Pionier, eigentlich zu spät kam, um das zu verhindern. Ja. Ist halt die Kehrseite, ne? Ja, hier schön Draht gezogen. Ja, ein bisschen schöner Draht da hinten in den Spielen, auch relativ viele. Es ist halt noch gut mit dem Gear, was du machen kannst. Du kannst das Quatsch mit dem Jeep, du kannst den Gear wegpushen. Was wir jetzt hier gerade sehen, ne? Genau. Ja, das ist dann. Aber im Endeffekt siehst du auch, also wäre das MGS 2 der Einheit gekommen, wäre das deutlich effektiver gewesen mit Jeep, aber gegen 2 Fox kommt er halt einfach nicht an, dann nimmt er zu viel Ja. Schaden. Weil es jetzt Nach auch Glück. sehr beliebt geworden ist mit den beiden Volks am Anfang. Ja, wobei, also ich hätte eigentlich erwartet, dass das Rosenberg, aka dritte schottisches, was auch immer,
Fox Sniper spielt. Also das spielt er relativ gerne. Er spielt Fox MG. Ich weiß nicht, also hat er wahrscheinlich wegen dem Chip gemacht, ja. Möglich. Wir verlieren einen Sektor. Ich weiß nicht, ja, wenn es einem liegt, also ich mag dieses Sniper-Spiel ja gar nicht. Ich Was, finde, aber da kommt auch eigentlich. zu wenig Schaden raus irgendwie. Nee, das ist eigentlich das mit dem meisten Schaden. Das ist halt einfach nur das Problem, dass du mit dem Sniper dann wirklich ununterbrochen im Endeffekt hantieren musst und der darf eigentlich keine Sekunde stillstehen. Da fehlt auch irgendwie das MG. Ja, jetzt haben wir auch hier Flammenwerfer. Also hier persönlich, der halt genau in dem Moment ausgegeben worden ist, als er mit beiden Einheiten zusammen frontal ins MG reinrannte. Mehr oder weniger intelligent jetzt. Wir verzeichnen Ja, hier einen gut. Angriff. Also Ist der meiner Angriff kriegt. eigentlich gestorben an der Stelle? Ja. Kriegt ein deiner rein. An Rest. 59 Munition, 62 Fuel. 32 Fuel. Witzig. Jetzt natürlich nicht mehr, jetzt ist er nur 21. Ja. Boah, Ja gut, das wird ohne. also der. Ja, jetzt hat er gerade einen Volks verloren. Ach, Mann, einen Rifle. Rifle verloren und Jeep verloren und der andere Rifle und der Pyro werden da auch gerade zerschossen, aber. Der ist hier auf diese Mine gefallen, Gut gelegt ne? war im Endeffekt auch klar, also eigentlich darfst du da als Ami kein zweites Mal durchfahren. Wenn du einmal Glück hast, nämlich gerade keine Mine an der Stelle, dann musst du Gott loben und nie wieder hinfahren. So ungefähr. Oh, der ist Noch aber nicht, noch auch. ein Rifle, oder? Naja, Ja, von rechts Glück wegen habe hätte ich, er den leider. verlieren dürfen. Oh, er hat noch verloren. Okay. Ja, vielleicht zu Recht. Ist natürlich bitter, ne? Ja, Er hat also ich eigentlich weiß quasi gar nicht. nichts mehr. Ja, also am Anfang hat er einen schönen Restüberhang im Gegensatz zum Wehrmachter. Er bekommt im Moment, denke ich, auch deutlich, also er bekommt 21 Fuel rein, der Wehrmachter im Moment 10. Und wenn er den Cut-Off für die Cap bekommt, der 21. Raus aus dem Haus. Es ist auch der Sniper da. Ich weiß, also gerade hat halt der Ami irgendwie alles geopfert, verstehe, wer will. Gerade was mit dem Rifle ist. Ich meine, das mit dem Jeep kann passieren, wenn man da nochmal durchfahren will, unbedingt und halt auf keine Mine hofft. Aber zwei Rifles zu verlieren, wenn man selber erst vier Einheiten im Endeffekt hat, die man bewegt, dann ist das schon, ja. Hat er hier auch eine Mine gelegt? An diesem einen Hausausgang. Ja, das ist eine nette Mine. Aber im letzten gecasteten Spiel ja auch, dass die da sehr gut anschlagen kann, weil die Einheiten halt meistens, wenn sie ins Haus reingehen, dicht zusammengedrängt sind und dann einfach eine Mine maximalen Schaden machen kann. Jetzt verliert er vielleicht sogar noch einen Flamer. Ich weiß auch nicht, warum er da jetzt dann auch nach oben gelaufen. Also. Keine Ahnung, Glück gehabt. Ja, Rosenberg. Moment. Steht da Jetzt ein sehr solide, Sniper der da. Wehrmachtler. Jetzt muss Rosenberg ein Sniper wieder vor. Ja, er macht es genau richtig, Rosenberg mit Sniper. Du musst die ganze Zeit, jetzt steht er wieder. Gut, früh gelobt. Eigentlich darf der Sniper nie stehen bleiben. Du musst die ganze Zeit damit angreifen, weil du ansonsten einfach nicht das wieder reinbekommst. Du musst nicht mal unbedingt töten, du musst einen Ami damit einfach wegdrücken, indem du ihm immer wieder die angreifenden Einheiten auf weniger Männer runterschießt. Gerade die Flamer. Aber wenn die halt extrem ineffektiv. Jeder Schuss kostet einen Flamer ein Drittel helfen, dann bricht so eine Flanke gerne mal zusammen, wenn. Der Sniper da ordentlich reinhaut, ja. Jetzt kommt das T3. Okay, das ist aber irgendwie sehr spät, kann das sein? Ja. Gut, das Wie viel Fuel Problem. hat er denn? Ach, der hat 70, er hat einen ganzen Fässerweise. Gut, Bar ist halt einfach nicht mehr, ne? Wobei die Na. dann auch eher spät gewesen wären. Ich weiß nicht, ich wäre vielleicht auf T4 weiter gegangen. Ja, gut, mit zu wenig Einheiten dann eh Noch doch nicht. riskant, ne? Ja, Oh, jetzt aber ist zu der wenig Flamer Einheiten. auch. Ja. Das hat auch jetzt wieder so einen Effekt von dem Sniper, ne? Man hat dann wirklich mal die Möglichkeit, einfach mal eine Einheit abzuschießen, die nur noch mit einem Mann und gerade für die Flamer einfach extrem gefährlich. Ja, ich weiß auch nicht, Ami hat eben überhaupt kein Ziel. Der läuft mit allen Einheiten so ziellos durch die Gegend und cappt halt ein bisschen hier, ein bisschen dort. Na, jetzt hat er sich da oben den Punkt geholt. Hier liegt doch wieder eine neue Mine an diesem Spot, wo eben der Chip reingefahren war. Ja, das schon länger wieder hingelegt. Das ist auch genau richtig. Also da musst, wenn du gerade, wenn du den Draht da gezogen hast, läuft der Ami da ja immer vorbei. Du musst die Mine eigentlich noch ein bisschen weiter links legen. Mir auch Weil gerade ein sonst bisschen gedacht, vielleicht läuft er kann jetzt sein. sogar dran vorbei.
Ja, Ja. ja. Da ist halt der Zaun jetzt wahrscheinlich weggesprengt worden von der ersten Mine. Nehme ich jetzt einfach mal an, dass er das wohl übersehen hat, einfach die Mine wieder auf den ersten Spot gelegt, auch wenn der Zaun da fehlt und die Rifles jetzt durch können. Bisschen holprig, darum tut ihm jetzt aber in dem Sinne noch nicht sofort weh, weil er ja noch den anderen Punkt hat und trotzdem connected ist. Gut, den Bunker, da muss es eigentlich abbrechen, nachdem er in die Mine gelaufen ist. Der hat schon so viel Schaden. Die Pack war auch ein bisschen schlecht gemoved, hat aber das MG schnell rumgezogen, also keinen großen Nachteil bekommen. Ja, Weil wenn du erzählen dir einfach die kannst. Pack leer räumt. Gerade kommt nämlich auch der M8 raus. Wenn der jetzt nämlich ein paar Sekunden früher gekommen wäre und der fängt die Pack da ab, dann kann er M8 Randale ohne Ende schieben. Da steht die Pack da aufgetan. Jetzt nicht mehr. Gut, er weiß halt trotzdem, dass sie da ist, ne? Ja. Hat sie ja schon beschossen. Jetzt muss er durch den Stacheldraht, genau. Manche fahren da trotzdem auf der Straße entlang, obwohl sie eigentlich den Stacheldraht durchfahren können. Das ist Ist dann aber halt. jetzt auch irgendwie riskant, oder? Ich meine, er hat da nichts mehr sonst und die Pack, er weiß ja, dass sie da ist. Sie hätte sich auch schon theoretisch Ja, gedreht. und vor allem bleibt stehen und fährt da. Was macht Unkoordiniert der drauf. Kerl? Ja, das ist scheiße. Ja, das ist Da hätte sehr ich scheiße. gerade das MG auch Und. gerade wieder abgefroren, das hat er jetzt quasi weggeworfen. Ja. Wenn die Pack nochmal schießen kann. Ja, ich weiß, also es sind diese M8 Alleinangriffe, deswegen empfehle ich eigentlich so wenigen Oh, jetzt Spielern. hält er nochmal zurück. Und, oh, und hat er noch Glück. Und Mutter, ja gut, jetzt ist das Ding Vom weg, beides MG, mit der ne? Faust. Ja, wahrscheinlich mit der Faust, ne? Ja, er holt sich schon raus. Ja, okay, das war also unglaublich schlechtes M8 Micro gerade. Also wie gesagt, wenn man so ein schlechtes M8 Micro hat, dann sollte man ihn auch einfach weglassen. Oder wenn man einfach nicht weiß, wie man ihn einsetzen soll, ist einfach kein Kampfpanzer. Aber auch noch lustig ist, eine Map, das kann man mal erwähnen, das ist so eine Map-Besonderheit. Auch wenn der Cut-Off direkt vor der Base gecapped ist, man aber den Cut-Off an der mittleren Siegmarke, also den Kontrollpunkt an der mittleren Siegmarke, hält als nördlicher Spieler, ist man trotzdem an alle Punkte connected, die rechts liegen. Das hat Rosenberg gut gemacht, hat den Punkt geholt, weil der andere ständig auf seinen Cut-Off gegangen ist und so hat er jetzt zwei Cut-Offs im Endeffekt, die der Army wegcappen muss, bevor er ihn cuttet. Ja, ich fand auch den Draht an der Stelle toll. Das ist halt auch einer von den Vorteilen, wenn man mit den beiden Volks unterwegs ist, dass man dann halt hier noch mehr dicht machen kann, ohne dass man jetzt großartig Kevin Power einbüßt. Ja, also der Sniper ist nicht agil genug, das gefällt mir definitiv nicht bei Rosenberg. In der Bunker, wo er da in die Mine gelaufen ist, hätte er einfach abbrechen und neu bauen sollen. Also, das ist halt, naja. Vielleicht hat er das doch gar nicht mitbekommen, ich weiß es Ich weiß es auch nicht. Also, ich sag jetzt einfach mal, er hat da, er wollte, also, wenn Gebäude beschädigt ist, bekommt man ja nur einen bestimmten Prozentsatz an Rest zurück, wenn man es abbricht, bauen. Beim Briten Mörser etc. genauso. Ich hoffe einfach mal für ihn, dass er das durchbauen wollte, weil er keinen Rest verschwenden wollte und es dann gerade kostenlos hochrepaired hat. ist jetzt aber ein bisschen komischer Draht. Der Welchen macht die meinst du Deckung jetzt? zu oder was? Hier vorne, der bis zu dem Cutpoint gelegt ist. Ja, das ist Deckung zu drahten. Wenn du da jetzt stattdessen da den Spot neu auf so zuzutraten, einfach schräg zur Hecke rüber gedrahtet hättest, dann wäre es noch deutlich besser gewesen, weil er nicht an die Deckung und nicht an den Cut-Off rankommt. Sah etwas merkwürdig aus. Naja, wie auch immer. Tja, nochmal ein Versuch mit dem M8. Gut, das ist halt jetzt eigentlich schon, ha, gegen Schreck, zwei Volkspack, eher sind Jungs. Ja, da führst du Wehrmacht-Sniper eigentlich auch viel zu defensiv. Das ist gerade deshalb lohnt sich bei vielen der Sniper nicht, der Wehrmacht-Sniper, weil sie einfach nicht offensiv genug einsetzen. Da der Eisenvolk mal sagt, es hilft mir nichts, wenn ich einen Sniper habe, der zwar 40 Minuten überlebt, aber nur 5 Kills gemacht hat. Da habe ich lieber einen Sniper, der nach 10 Minuten stirbt, aber 40 Kills gemacht hat. Ja, das ist dann einfach, es bringt nichts, wenn du Einheiten das Ganze überbehältst, das Spiel aber trotzdem verlierst, weil der Gegner dich einfach wegdrückt, weil du ständig zurückziehst oder dich nicht traust zu feuern im Sniper, dann brauche ich noch keinen Sniper bauen. Ja, das ist halt immer so die Frage daran, ne? Deshalb, also, mag ich auch keine Sniper, weil, ja, du bist halt dann wie ein Blöder am Rumrennen die ganze Zeit und musst auf Acht geben, wenn der stirbt, ist halt extrem ärgerlich auch, ne? Ja, natürlich. Dafür kann er sehr viel Schaden austeilen. Gerade halt gegen teure Einheiten wie Ranger oder Briten ist es richtig cool. Seit er mit 8 da die Sachen zusammen. Ich hoffe, er hat es absichtlich gemacht. Ist nicht einfach nur mit
Wegpunkt oder so drüber. Gut, auf der anderen Seite fehlen ihm natürlich trotzdem auch noch Infanterie die ganze Zeit lang, ne? Also. Dass er die zwei Rifles verloren hat. Und der Jeep ist halt, ja, wie gesagt, er hat im Endeffekt mit dem Jeep überhaupt nichts Entscheidendes machen können und hat dafür einen Rifle weniger gebaut. Deshalb mag ich das einfach nicht, wenn Leute jetzt im Endeffekt nicht können, Jeep spawnen oder M8 spawnen. Dann spiele ich halt lieber solide Bar und dann T4 nach und gewinne das Spiel dann auch relativ locker, anstatt da irgendwie so rumzuhampeln. Hat er die Mine vor das HQ gelegt? Ja, das wird rittende Einheiten. Ja gut, aber die laufen nicht zwangsläufig bis dahin, ne? Die halten auch schon mal ein bisschen vorher. Ja, und vor allem retreaten sie teilweise noch, wenn sie in die Mine laufen und nehmen kaum Schaden. Das ist halt, ja. Ja gut, zwischenzeitlich hat er sich mal ein WSC zugelegt und auch einen Sniper gebaut. Der drum rumsteht. Der drumherum steht, ja. Und der Wehrmacht-Sniper macht nichts. Da muss einfach aggressiver ran. Das ist halt. Wie gesagt, dann brauche ich keinen Sniper bauen, wenn ich mit ihm nicht schieße. Da liegt ja auch noch eine Mine, sehe ich gerade, so ein 10er. Ja gut, aber das Problem ist jetzt einfach trotzdem, dass wie sieht es denn bei Rosenberg aus im Moment, Fuel-technisch und so, der dürfte ja schon auf dem Weg zu T4 sein, oder? Er ist auf 4 und hat auch genug Sprit, um es zu bauen. Also er hat mit 80 Sprit über, kriegt 27 rein und T4 ist fertig entwickelt, soweit ich es gesehen habe. Also ich bin mir Naja, jetzt baut. nicht. Ja, genau, er baut schon. Ja. Ich war nicht hundertprozentig sicher, ob es T3 oder T4 war, aber von dem Rest her, 15 Minuten müsste T4 gewesen sein. Ja, ich Was weiß es nicht, ja auch also war. jetzt als Ami in der Situation wäre es 10 nachschieben. Ja, Ich er meine, hat der nicht Gegner viele hat Möglichkeiten. nicht. Ja, gut, aber der Gegner hat kein Bett und nix, hat allgemein so viel Infanterie, sag ich mal. Er läuft halt auch mit zwei Trupps in den MG rein. Stimmt schon, ich weiß auch nicht, warum seine Truppen nicht geheilt an die Front gegangen sind, wenn er schon eine Medic Station baut. Jetzt ist sein M8 auch nicht komplett repaired. Frage ich mich gerade, wo er mit seinem Sniper hingeschossen hat. Auf den Sniper von Rosenberg, der gerade gestorben ist. Ah. Oberhalb von mir macht. Also das hat sich schon gelohnt. Ah, da In hinten haben wir auch. Anführungszeichen. Ja, gut. Ah. Da ist halt der Sniper mit eigentlich zu wenig Kills gestorben. Der hat 14 auf 15 Kills gehabt und er hätte locker 30, 40 haben können. Da muss Rosenberg noch ein bisschen dran arbeiten. Tja, gut, aber auf der anderen Seite jetzt ich als Amerikaner, also ich meine gut, er hat halt bald 200 Fuel. Gut, er ist Er jetzt hat Inf extrem viel gegangen. Fuel, ja, da hätte, also T4 bauen hätten wir auch machen können, ist halt die Frage, ne? Wie gesagt, bei mir stellt sich die Frage gar nicht, weil ich gar nicht in die Verlegenheit komme, WSC oder T3 zu bauen, meistens. Oh, der Es gibt. Flamer. Der Flamer. Boah, Mann, 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 so der ein Witz. Lacker. Jetzt der M8, das wird auch. Okay, jetzt hat er weggemessert den Bunker. Der weg, ja, die Pack abgestellt, Rosenberg. Die Pack darf man halt nicht abstellen, wenn man hinfährt. Die muss man immer weiter bewegen, damit es nicht klack macht. Und HT wieder. Auf M8 Jagd oder wie? Keine Ahnung, dafür ist es eigentlich relativ cool. Ach, jetzt sieht man den Sniper. Ja. Nee, ich glaube, er wird einfach wegfahren, hat ihn zufällig gesehen. Meinst du? Kann auch sein. Meine ich. Scheint wohl so. Hat die Pack wieder klar gemacht, jetzt haut er damit ab. Um den Gren ausladen, mit dem HT vor M8 blocken, mit der Pack drauf schießen, M8 ist tot. Macht die Ja, Pack nicht nicht mit immer Pyo Klack, aus. wenn sie abgestellt wird?
Ja, wenn sie abgestellt wird, deshalb darf man sie auch nicht abstellen. Ja, wenn sie schießen soll, muss man sie schon abstellen, oder? Das war der Hammer. Ja, er hat sie aber bewegt, verstehst du? Er hat sie bewegt und auf dem Hinweg zur M8 hat sie schon zweimal Klack gemacht. Ach, deshalb. Du meinst in der Bewegung, okay. Ja, jetzt hat er den mit Parasmin gelegten stehen geblieben, jetzt hat's Rosenberg noch nicht gesehen und sollte sofort einen Minensucher bauen. Was er aber nicht macht. Oder wahlweise drumherum fahren. Ja, gut, Pack haben wir jetzt. So schnell wie möglich zu entschärfen, sonst vergesse ich's nämlich. Jetzt kommt auch zum ersten Mal die Aufrufe auf das MG. Na, fast. Hätte ich aber trotzdem nicht gemacht. Aha, Stickies hat er anscheinend auch schon. Bewegungs- und fähig, ja. Das ist ja, das ist halt aus. Rosenberg, ja. Der Propaganda-Rosenberg im Frontalkampf mit einer Pack. Ja, jetzt will er halt einfach. Oh, das hat er. Ja, Rettungsversuch fehlgeschlagen. Nein, ne? Oh. Jetzt ist der reingekommen doch, ja, ne? Ja. Mit einem Mann oder so. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich auch keinen Panther gebraucht. Ja, Panther ist eigentlich nicht schlecht, aber dann darf man dann auch, also mit dem nicht Rambo reinfahren. Lad den Gerät aus. Retreat. Ja. Gut, auf der anderen Seite, ich meine, wenn der hauptsächlich Infanterie hat, ich weiß es ja nicht. Ja, du weißt aber das halt im Endeffekt nicht, ne? Wie gesagt, der hätte ja schon lange T4 bauen können und der Vorteil vom Panther ist einfach, dass er halt nicht so schnell kaputt geht. Weißt du, ein P4 oder ein Ostwind gegen Pax ist auch nicht so toll. Mit dem Panther stellst du im Endeffekt einfach zur Seite und damit hast du die sicher. Ah, schon richtig. Ja, hier hat man es jetzt auch gerade mal gesehen. Die halten wesentlich früher an, als die Mine liegt. Die liegt jetzt wahrscheinlich den Rest des Spiels da. Das ist ja auch eine interessante Bunkerposition. Man will wohl Repair-Bunker bauen für seine Panzer jetzt, aber soll erstmal mehr Panzer bauen, bevor er zwei Repair-Bunker baut. Ja, Armee hat sich Munitions-Outpost geleistet. Ja, für was ist halt die Frage? Tja, für sein Offenhaft-Gedöns. Was läuft dann mit dem 2-Mann-Rifles hier rum? Die richtig schön low-HP sind. Ja, wenn sie 2 Mann haben, sollte eigentlich ausreichen, brauchen die mal ein low-HP. Aber, ja. Ah, jetzt ist das nächste hat auch ein Prinz auf hier. Jetzt kommt noch Bar. Hab wieder eine Mine angelegt an dieser einen schon erfolgreichen Stelle. Gut, der hat halt auch wieder 3 Rifles. Aber mit diesem 2-Mann-Trupp Cappen, ey, jetzt kommt der Panzer 4, das ist doch Wahnsinn. Ja, Glück gehabt, dass er. Ha, Gott. Hat er noch nicht weggeschossen. Ja, der ist schon ein bisschen dreist, muss ich sagen. Eigentlich hätte er mit einem Fuck verdient gehabt. Aber bisher ist es ja immer bestraft worden. Aber da hat er wirklich Glück gehabt. Ja, jetzt läuft er nämlich in die Mine rein, Rosenberg. Siehst du das Problem, wenn du sie nicht entschärfst und du denkst, ha, ich merke mir das jetzt die nächsten 40 Minuten, solange das Spiel eben noch dauert, lauf dich rein. Allein wenn du schon einen Wegpunkt setzt, kannst du mal reinlatschen. Ah, das ist doch ganz einfach. Also ich mache mir da immer mit dem Stift auf dem Bildschirm eine Markierung. Ja. Ach, deshalb ist im Moment nichts, weil zu schwarz oder was? Der oh, Bildschirm. Das war auch nicht schlecht. Der Pio. Das war natürlich Pech. Ja. Wobei ein Pio auch nicht so das perfekte Mittel im Kampf gegen Panzer ist, ne? Ja. Trotzdem tötet er ihn normalerweise nicht mit einem Schuss. Ja. Bot Rosenberg, Katte ist. Keine schlechte Wahl gegen Snapper und gegen WSC. Ja gut, jetzt hat der Gegner halt 2 Packs und da wird es halt dann doch langsam mit dem T4 wieder ungünstig, ne? Ja, hätte den Panther nicht verloren, sondern wäre einfach mit der Inf zusammen vorgerückt, dann wäre das kein Problem im Endeffekt gewesen. Aber so ist es dann halt schon. Läuft auch mit den Volks allein rein, irgendwie hat der im Moment kein Konzept mehr. Als Propaganda auch falsch abgeworfen, dann musst du es ja bei euch mit wegschicken. Tja. Oh, wer 2 jetzt? Guck mal, man muss halt ganz klar sagen, durch diese Aktion mit dem, jetzt will der den Mörser auch,
wäre total gerade zerlegt, ne? Ja, ich glaube, da ist ein Sniper nicht, weil der da viel zu lang gewartet. Das stimmt, aber dafür wird es wohl für die Packs schlecht aussehen. Ja, vor allem die wird zwei Packs. Durch den Draht wird die andere auch nicht mehr rauskommen. Ja, außer er läuft halt in die Mine rein, ja. Ja. Hat aber Infet 1 ausgegeben zum Heilen eben. Jetzt hat meine Mutter Schaden für den P4. Jetzt groß, weil jetzt musst du eigentlich der Pack da hinterher, weil das ist das Einzige, was dir gefährlich werden kann. Wo sind denn die RKTs jetzt? Die laufen jetzt da unten oder was? Ja, keine Ahnung warum. Warum blitzen wir jetzt für die Ritterkreuzträger? Und jetzt haut er noch ab, hat nicht eine geworfen. Ja, das war also richtig erfolgreich. Solange die erste Granate nicht raus ist, kostet sie auch keine Mund. Ja, wieder schlechtes Propaganda. Glück gehabt, hätte die Pack jetzt nicht so exzellent leer geschossen. Und wäre der Army nicht so doof und würde die Pack einfach stehen lassen, anstatt sich ranzusetzen und den P4 zu massakrieren. Die zweite Frage ist, ob er sie nicht mal mit dem P4 hätte kaputt schießen können. Wenn er sie nicht haben will. Ja. Da steht ja auch schon eine ganze Zeit lang rum. Jetzt geht's auf die Repair-Crew. Ja, auch keine schlechte Idee. Hat aber schon ganz schön Glück mit seinem Panzer 4. Da kommt mal ein Schuss dabei, wo nicht zwei Leute umfallen, mindestens. Ja, ist halt ein P4, ne? Wie ein Sherman auch. Ja, ist mir mitunter auch schon anders vorgekommen. Oh, der Amerikaner hat auch mächtig ihren Haschublage-Upgrades gekauft. Sieh ich gerade, hat sich schon alle beide geleistet. Jetzt kommt ein Ranger. Der Panther stößt Auspuffgase aus. Was soll das? Hä? Panther? Weiß auch nicht. Der verreckte Panther da, da raucht irgendwas, was auch immer das sein soll. Hm. Bei mir nicht. Mir gerade nur so aufgefallen, weil das Spiel gibt im Moment nicht so sonderlich viel her, muss ich sagen. Ja, an sich, wenn der Amerikaner jetzt der Sache treu bleiben würde, dann wäre das doch eigentlich... Naja gut, mit den Ritterkreuzzählern ist halt so eine Sache mit Sniper, ne? Für, als Army kannst du in der Situation, wenn du gleich gut bist, eigentlich nur verlieren. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Wehrmachtsweiteinheiten halt einfach immer mehr werden mit der Zeit. Und du selber keine hast. Also wenn du selber keine hast. Und er hat einfach keine, er kommt gegen die RKTs nicht an. Oh, er kommt gegen die Panzer nicht ordentlich an. Ranger-Trupp auch wieder noch zwei Einheiten verloren. Bug verloren. Sniper kommt wahrscheinlich jetzt Lucky raus. Schon oder? Wieder? Ja, kommt raus. Ach, mehr oder weniger Lucky, diesmal hat er etwas früher zurückgezogen. Aber ja. Läuft er mit nicht refreshen Rifles raus, weil er die letzte Pack auch noch. Es ist halt doof, dass er alle seine Panzer verloren hat, da helfen ihm deren Packs jetzt auch nichts mehr. Aber man muss schon sagen, dass es eines von den seltenen Spielen ist, wo ich RKTs gesehen habe, die auch mal was bringen. Ja, also viele Spieler machen halt den Fehler, wenn sie Grenz spammen, in Anführungszeichen Heavy T2 spielen, wirklich nie weiter auf T4 zu gehen. Aber in manchen Situationen ist es halt einfach richtig geil, wenn der Gegner fatalerweise Airborne gewählt hat, sind halt RKTs einfach das Nonplusultra, um die Gegner zu finishen. Allgemein wird ja viel weniger T4 gespielt, die meisten Leute spielen einfach nur T1 und T2 und Grenzspam oder T1, T2, T3 immer noch mit Geschützwagen. Es ist zu meinem Leidwesen echt so, dass mit Ami die meisten Spiele einfach keinen Spaß machen im Moment, weil du kaum noch T4 spielen ohne massig Wett- und Grenzspam. Ja, besonders interessant war in dem Zusammenhang diese Taktiken, wo du einfach ja, 4 Pioniere brauchst und dann nur noch Grenz. Ja. Hat mich ganz besonders amüsiert. Ob das, also wie man das Taktik nennen kann, ist mir auch eine Frage. Das ist einfach komplette Loopness im Endeffekt. Ich weiß noch nicht, wie das Leuten Spaß macht, im Game 20 mal auf den Grenz-Button zu klicken und 5 mal auf den Bunker-Button und 5 mal auf den Medic-Bunker-Button und immer Def auszuwählen, was dann 90% der Leute machen. Gar nicht mal, also wo ich dagegen gespielt habe, hat der Terror gespielt, links. Das macht sich ja auch bemerkbar, ne? Und ja, gut. Dann einfach wirklich nur Grenz, ausschließlich Grenz.
Ja. Nix Ja, bringt. also ich meine, auch viele, die spielen halt Grenzen, holen noch FTFL und den verbesserten Bunker mit dazu, damit du einfach wirklich gar keine Chance hast. Es wird Zeit, dass wir den Deutschen eine Den Lektion Spielen ist es erteilen. so, dass dann FTFL auch bei Panzerangriffen angeworfen wird, was halt total gestört eigentlich ist. Du gewinnst mit Grenzpanzerkämpfen, weil der Sherman kaum noch Schaden an den Grenzen macht durch das FTFL. Das ist schon leicht behindert teilweise. Aber ihr merkt, wir Definitiv. schweifen wieder ab, weil das Game, wie gesagt, im Moment nicht so viel Gut, Herr ausbringt. Amerikaner leistet sich jetzt ein MG, hat wahrscheinlich genug von diesen nervigen Ritterkreuzträgern. Ja, dafür ist das MG aber halt gerade nicht so die beste Waffe. Eine RKT-Truppe hat auch schon 16 Kills. Ja, gut, die zweite Frage wäre, was ist halt so eine große Alternative, ne? Ja, bestimmt auch wieder. Vielleicht einfach mal aufgefrischte Rifles mit an die Front nehmen. Also nicht einen nach dem anderen zu verlieren. Für die Ranger werden vielleicht auch mal so ein paar Thompson sich vielleicht mal. Na, jetzt gibt es aus. Die Munition hat er nämlich die ganze Zeit lang, allein bei 250. Und die werden Auf halt den einfach nur. Oh, Sniper, der auf den Sniper, der guten Sniper, der Sniper. Sniper! Oh. Ach du Scheiße. Also, man Glück kann hat er halt ja auch Luck Bros haben, nicht. Alter, zieh dich ja mal zurück. ne? Er Kommt fliegt sogar vorher auf. schon. Ja. Und ist muss er weg. Alternativ hätte es doch einfach Propaganda getan in dem Fall. Ja, das denke ich mir eigentlich auch öfters, weil es halt wirklich viel so ist, dass der Effekt kein anderer ist, ne? Ich Und. verstehe es einfach nicht. Warum bleibt er, wenn den Pax da erstmal stehen würde? Die hätte immer rechtzeitig zurückgezogen, würden die RKTs nie rankommen. Weil dass die Infanteriedeckung durch den Feuersturm oder durch Propaganda vertrieben wird, ist ja keine Sache. Aber da mussten wir die Pax dann auch schnell genug zurückziehen. Mit 3 Sniper ist das sehr ärgerlich. Nur so ein ganz kleines bisschen, ne? Also Rosenberg hat ihn eigentlich schon outplayed gehabt, aber er hat dann selber alle seine Panzer geopfert und dann das Spiel im Endeffekt wieder hergeschenkt. Und der Ami macht sich selber das Leben schwer. Der hat es am Anfang halt verkackt gehabt mit den 2 Rifles, die er verloren hat, und dann später noch einen dritten und einen vierten und einen Pio und seine M8s, die nicht so sonderlich glorreich waren. Aber in der Situation jetzt als Amerikaner, was würdest du da machen? Jetzt schon lange T4 gebaut, Ja, wenn der Gegner natürlich, keine aber. Panzer mehr bringt. Natürlich. Er hat halt auch 326 Fuel auf dem Konto, ne? Ja, die Sache ist einfach die, der hat jetzt Ritterkreuzträger gebaut und hat weiter Infanterie wettgetecht und dann sollte man eigentlich mal auf die Idee kommen, dass Panzer gegen Ritterkreuzträger eigentlich deutlich besser dastehen als eigene Rifles. Ja, mir hat auch Handgranaten getecht, aber die sind halt, wenn man ein bisschen aufpasst. Mit so wenigen Rifles und dem so späten Verlauf des Spiels. Und Schon wird's wieder spannend. Zumindest hat er die Flamer sofort zurückgezogen. ja. Ja, Jetzt schon geht er auch richtig, mal ne? die Repair-Bunker an. Auf der anderen, man muss halt sehen, dass Rosenberg ja nicht AT-technisch gar nicht so viel hat. Der hat halt die Pack und er hat jetzt wieder ein Panzer 4. Deshalb, ja. Sag ich ja, da müsste man echt gerade mal ordentlich reinhauen. Musste Rosenberg nur mal seine lieben RKTs ein bisschen aufteilen und dann von hinten auf den Army drauflaufen, dann kann er ihn eigentlich töten. Flankieren. Ja. So blöd es sich Sollte anhört, aber man. das wär's jetzt. Sollte man auch als Wehrmachtler können. Aber er campt lieber hinter irgendwelchen Heuhaufen. Hat doch gerade den Bunker kaputt geschossen, ne? Ja. Es ist auch Den richtig kann so, ich also wenn es zu viele auch. Repair-Bunker wären. Es war nur einer gewesen, aber es kann. Ja. Gut, da muss man mal zu sagen, die Positionen waren ja die wahren, ne? Ja. Gerade Repair-Bunker sollten wir halt einfach wirklich so weit hinten hinstellen wie möglich, weil Panzer im Krieg zu repairen ist jetzt nicht gerade so das, was Spieler entscheidet, und ein paar Meter weiter hinten zu fahren ist für Panzer nicht so schlimm wie für Medics, wenn die laufen müssen oder einfach. Wenn es zu weit vom Gefecht weg ist, dann bringt ein Medic-Bunker ja gar nichts mehr. Das ist bei Rap-Bunkern halt anders. Oh, jetzt kommt die Flanke und zwar mit allen Einheiten.
durch eine Flanke jetzt. Oh, der rennt halt gerade mal voll rein, der Amerikaner. Den Sniper, hörte den Sniper. Und dieses Mal muss er ihn kriegen. Oh Gott. Gibt's doch nicht. Naja gut, dafür ist die Pack weg, das MG ist weg. Ja, er hätte einfach nach rechts laufen sollen, nicht in den Flame herein. Weil ich jetzt sagen muss, ich hätte 100% nicht damit gerechnet, dass er jetzt ins Gras beißt. Ich ehrlich gesagt auch, ja. Aber es sollte wohl nicht sein. Ob er jetzt einen Mörser gebaut hat, Rosenberg, keine Ahnung, sollte der aber noch einen RKT bauen oder mehr Panzer. Der Ami sollte langsam wirklich mal T4 bauen, weil er verliert einfach so viele Infanterieeinheiten und der ständige Pack wieder besetzt, kostet alles Manpower. Ja, der hat sich aber nochmal für die Ranger entschieden, das ist halt, ne? Ja, so, sagen wir mal, noch typisch für diese Levelbereiche. Inwiefern? Ranger. Ranger. Das ist so eine, ich weiß auch nicht, da haben manche so einen Komplex, die, sobald das Spiel länger als das 20 Minuten geht, finden viele Amis nur noch den Ranger-Button. Okay, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja, also gerade von Random Rank, aber was macht er da mit seinen Grenz? Rosenberg. Retreaten. Buff. Der Ami ist gerade mit Karabinen in Nahkampf gecharged, warum auch immer. Oh, das war der Panzerschreck-Trupp links. Hat er Glück gehabt, dass er nicht gedroppt ist und der Sniper hat mittlerweile 30 Kills, sollten wir mal langsam was dagegen tun. Oh, mit der Flammenwerfer ist wird 1 und jetzt tot. Ja gut, auf der anderen Seite muss man halt sehen, die Luft wird langsam drin, ne? Mit dem Sigma, ja. Gut, das Panzer Micros ist auch nicht so, dass Barra der Glück gehabt, dass die Pack nicht nochmal geschossen hat. Und den Ranger. Ja, warum tötet denn das MG nicht? Jetzt bleibt er stehen mit den AKTs. Da hat er aber auch Glück gehabt. Wenn die erste gesessen hätte. Die zweite sitzt auch noch nicht mehr. Was machst du da, Rosenberg? Das geht doch nicht so. Blablab. Gut, auf der anderen Seite, schlachten wir halt alles ab. Ja. Ja. Nicht, warum tötest du nicht den Sniper? Was interessiert dich der Rifle-Trupp da? Töte den Sniper. Jetzt ist es wieder so eine Sache. Der kommt doch da gar nicht mehr ordentlich raus. Ja, der könnte einfach hinten rauslaufen, wenn der Arme sich nicht zu doof anstellt. Der ist doch mit 3. Der läuft doch genauso schnell, wie wenn er ungetan drin. Ja, der kommt da ganz locker weg. Okay, ja. Außer er moved ihn jetzt so komplett behindert, wie er es gerade tut. Ja, Glück gehabt. Also, wenn ich RKTs im Rücken habe, dann schieße ich mit meinem W3-Sniper nicht. Wenn es die einzige Was ich noch ein einziges Mal gesehen habe, ist das Pinnen von den Rifles. Ja, gegen was denn? Ja, gegen die RKTs, bevor sie meinen Sniper töten. Ja, aber die RKTs werden einfach nicht gescheit gepinnt. Von dem Unterdrückungsfeuer. Lieber versuchen als Sniper verlieren. Ja klar, wenn er jetzt bedrohlich gewesen wäre, würde ich es auch anmachen, aber das war's ja eigentlich nie. Die RKTs haben ja immer großzügig gebogen um den Sniper gelatscht. Ja, da kommt die Spielentscheidung. Das heißt spielentscheidend. Game ist eigentlich schon so lange vorbei, der Ami verliert einfach zu viel Manpower und kann das nicht kompensieren und er hat einfach keine gescheiten Einheiten. Aber jetzt kann man mal gucken. Das ist halt das, der Nachteil beim RKT-Spiel, ne? Dieser eine Rifle-Trupp da, der gerade rechts im Fuel läuft, der hat 5 Einheiten gekillt. Das waren alles RKTs, jetzt ist er mit 2. Normal darfst du da 14 Trupps in einer dafür töten. Ja, die Wettlieferanten, ne? Ja, man muss dann halt schon sehen, dass man das Spiel dann auch irgendwann beendet, weil sonst wird's halt dann doch auch wieder unangenehm. Der Sniper ist einfach unangenehm. Der ist so unangenehm, ja. Schießt aber auch mal die Pack ab, wenn der KT mal trifft. Er hat getroffen, aber Alex Spezialback. Ja, danke. Großer Erfolg. Tja, nichtsdestotrotz 37 VP. Ja, also, ich weiß auch nicht.
So langsam aber sicher müsste sich was überlegen, ne? Der sich schon vor 20 Minuten was anderes überlegen soll. Hat er aber nichts. Rennen die beide mit aufgefrischten Einheiten in der Gegend rum. Das hat auch den Nachteil von RKTs. Du hast einfach so viele Manpower-Punkte, die du ausgeben musst. Jetzt zieht sich mal die Ultimate-Crew. Oh, jetzt der Sniper, jetzt wird's wieder spannend. Jetzt aber, jetzt muss er doch kriegen. Komm. Ja, der ist down. Gut, das Cyber-Michael war halt auch unter aller Sau vom Army. Jetzt zieht den 3 von HP RKT-Trupp zurück. Der RKT capped irgendwo in Timbuktu. Ja, gut. Das ist halt schon geschickt, wenn man den Sniper jetzt so positioniert, dass er nur noch einen Fluchtweg hat und er quer durch die ganz gegnerische Armee geht. Ja. Ja, ich das Panzer Was macht der Rosenberg denn da? Also, was macht der Ami denn da? Warum fährt er nicht weg? Warum fährt er in die Base rein? Und wir haben zwar keine Detect-Waffen, um dem KT auch mal irgendwas anzuhaben, aber ich verschwende mal Mund an Stickies. Super Idee. Das, ja, gut, das ist wahrscheinlich auch jemand, der der Philosophie anhängt, dass man halt eine immer dran werfen kann und dann jetzt einfach Obertragen bekommt. Ich glaube einfach, der hängt gar keiner Philosophie an, das ist einfach in gewisser Hinsicht ein Kackbuhl. Also, dann auf jeden Fall wird er gerade sein Wahnsinn erfolgreich. Ja, was meine Theorie wohl stützt. Er hat aber echt nicht unschön Glück mit seinem Panzer 4. Ja, der Arm hat Glück, dass gewisse Einheiten rauskommen. Ich glaube, die geben sich beide nicht so viel. Das war aber eine schön geworfene Granate. Ja, Rosberg nimmt aber auch jede Handgranate mit im Moment. Der hat es Midgame hat er die Granaten immer schön ausgewichen, aber im Late-Game hat er irgendwie nicht mehr dazu. Keine Lust mehr, keine Ressourcen mehr. Weil. Und sich aber gerade wieder ein bisschen vollgekämpft, aber er hat halt immer noch das ungelöste RKT-Problem. Ja, er hat jetzt einfach keinen Sniper mehr, aber jetzt nicht die RKTs zurückziehen. Du hättest das alles. Gerade wenn er doch Propaganda macht, da ziehe ich doch die RKTs nicht zurück, da laufe ich doch weiter, wenn nichts auf dem Gegner da ist. Genau, mit P4 mal was machen, der KT ist gleich repaired, das muss ich gleich mal nach vorne. Der ist einfach zu defensiv im Moment für die Einheitenstärke, die er hat. Weil der Army hat zwar viele Einheiten von der Zahl her, aber qualitativ halt nur Schrott eigentlich. Mhm. Er ist primär damit beschäftigt, auch in seine Paxe, weil er das ist natürlich ja, auch. Und seine Rifles. Wenn er das mit den RKTs ordentlich macht, dann verliert er die auch. Ja, nicht mehr eingeschränkt. Eine Sekunde vorher einschwenken und dann nicht am Panzerfrack hängen bleiben, dann ist der auch tot. Mit Gruppencappen an der mittleren Sigmarke, naja. Und ein KT, der chillt. Der KT ist keine Background-Waffe. Der KT sollte genau in der mittleren Linie stehen. Vorn dran Inf, dann kommt der KT und dann kommt der Rest. Na gut, Grenze im Nahkampf gegen Rangers, nicht so das Wahre mit Thompsons. RKTs tun sich da schon besser hervor. Ja, die SCGs machen ja seine Fetch mehr Schaden gegen Ranger. Aus MG weggezogen. Zumindest bemüht sich der KT mal nach vorne. Und gleich wieder zurück. Er sollte ja mal seinen Bunker da beschützen, der verliert die ganze Zeit Rest. Tja, besser bauen könnte auch helfen. Und der RKT hat Full HP und steht einfach ganz weit hinten. Der KT, ja. Und der Army ist auch zu doof, die Brücke kaputt zu schießen. Jetzt hat er keine Recoils mehr. Quatsch, keine Bazookas mehr. Die Brücke? Die eine RKT zurück. Brücke? Du hast gesagt, er ist so blöd, die Brücke kaputt zu schießen. Deshalb hat er keine Recoils mehr. Brücke? Ja. Ach so. Ich wollte Bunker sagen, ich weiß nicht, wie ich auf Brücke komme. Komme ich jetzt auf Brücke? Das interessiert mich gerade irgendwie mehr wie das Spiel.
Brücke, Brücke. K.A. DKT chillt immer noch hinten. Die Pack steht da auch günstig. Die RKTs haben mittlerweile einmal 23 und einmal 21 und einmal 12 Kills. Und es gibt einen Grenf. Grenfuck oder nicht Grenfuck? Das ist hier die Frage. Balls of Steel. Oh man, der Mörser verteidigt den Grenf. Der Ami hat keine Lust, die Siegmarke mit allen Einheiten zu kämpfen, deshalb brennt er einfach irgendwo anders in den Tod statt an der Siegmarke, ist auch eine Variante. Ja, man hat wieder sehr schön gesehen, wie gut die RKTs als Wettlieferant funktionieren. Ja. Im Units und Bets bei. Unten macht ein Trupp RKTs Sommerurlaub, genauso wie der KT. Gut, das wird der Ami nicht mehr gewinnen können. Er hat einfach keine Einheiten, auch wenn er die Sigma jetzt noch cappen kann, um sie zu verteidigen später. Tja, mal merkt schon wieder, dass die menschliche Konzentrationsphase sich immer weiter dem Ende entgegenhält. Ich habe mir erklären lassen, dass die Fähigkeit eines Menschen, sich auf eine bestimmte Szenerie, also auf Gefecht zum Beispiel, in einem Spiel selber, also auf sich auf ein einzelnes Gefecht zu konzentrieren, ungefähr 2 Minuten 39 ist. Also sollte man möglichst schnell bestimmte Szenerien hinter sich lassen, um dann was Neues anzufangen. Dann kann man sich auch wieder besser konzentrieren, aber wenn man die ganze Zeit nur an einer Stelle rumhampelt mit den gleichen Einheiten, dann ist es deutlich schwerer, sich zu konzentrieren, als immer andere Sachen macht. Schon wieder GG. Ja, gut. Mit dem Ranger hin, mit dem mit 1 oder zwischenzeitlich hat er mal einen Druck RKTs abgeschlachtet und dann seine Bazooka liegen lassen. Die Bar liegt auch immer noch rum. Hat er halt mal Krenz? Ist sowas offen? Ja, wir laufen sogar rum. Ja, wenn dann mit Volks auf dem Grenzen nicht so. Die haben so starke Waffen, die brauchen, also gerade auf der 3, die brauchen keine Waffen. Ja, ich hab mich nur noch dunkel an die Grenze. Ja, das jetzt halt auch hat nee, die Volks chillen auch schon in der Base. Noch eine Bar. Ja, noch eine? Ja, 3 bis. Gut, dann nimmt sie mit den Grenzen. Ja, gut, das Game ist eh vorbei im Endeffekt, ja. Ja, gut. Schon etwas ungewöhnlich, was der Amerikaner da gemacht hat. Wenn du die Einheitenkills anschauen, dann weißt du, wie das Spiel eigentlich ungewöhnlich verlaufen ist. MG hat zum Beispiel 18 Kills. Die RKTs haben zusammen 50, die Volks haben 15, der KT hat 30 und einen Panzer und einen Pack. Und die Grenzen haben nochmal 13, also man sieht, dass der Army richtig geblutet hat. Und auch an den kümmerlichen Resten, die der Army jetzt noch in seiner Base stehen hat, was er falsch gemacht hat. Also Rosenberg hat halt wenigstens ein paar Einheiten längere Zeit behalten. Aber das dürfte wohl schon richtig sein. Also gerade in der späteren, mittleren Phase hat er halt richtig drauf bekommen gegen die ganzen RKTs und da wären Schirmen schon mal vielleicht eine tolle Sache gewesen. Ja, also im Endeffekt ist es Game, also ich habe mir es ja angeschaut auf 8-fach, da wirkt das Ganze auch ein bisschen actionreicher. Auch ausgewählt habe ich es einfach, weil man einige typische Fehler sieht und einige Sachen, die gut gemacht sind. Also die typischen Fehler haben wir ja schon angesprochen, die Sache mit dem Jeep, wenn man es nicht kann, soll man es einfach lassen. Er hat es probiert, den einzusetzen, aber wenn mir der Jeep in 3 oder 4 Games hintereinander so verreckt, dann ohne irgendwas zu machen, dann muss ich einfach einsehen in dem Moment, ich kann mit dem Jeep einfach nicht umgehen, ich lasse es einfach. Oder ich probiere wirklich, das zu trainieren dann. Das waren aber auch die wenigsten. Die wenigsten haben nur gesagt, oh, ich habe ganz genau gesehen, wie dann, was weiß ich, DEVM oder Freestyler oder sonst irgendjemand mit dem Jeep super gespielt hat, dann heißt es aber noch lange nicht, dass man das selber auch so kann. Und die Spiele von Tops unterscheiden sich einfach auch in der Hinsicht, dass das ein ganz anderer Verlauf ist. Zum Beispiel reagieren ganz wenige Mid-Skill-Spieler besonders auf den Jeep.
Aber viele bauen einen Jeep, um bestimmte Einheiten im Endeffekt damit zu verhindern. Zum Beispiel Sniper, ne? Wenn der Top-US-Land Jeep baut, will er damit verhindern, dass der Wehrmacht da einen Sniper baut. Oder manche haben es halt als Intention, aber jemand, der halt Midskill ist, der macht sich darüber keine Gedanken und baut trotzdem einfach einen Sniper, weil die meisten Spieler nur ein, zwei Build-Orders können, aus denen sich dann einer aussuchen und genau die dann runterspielen. Deshalb ist der Jeep auch in den höheren Leveln einfach von der Psychologie her besser. Ist Das im ist auch ein Endeffekt einfacher. interessanter Aspekt. Ja, das haben wir noch gesehen, halt M8, ja, typisch als Kampfpanzer eingesetzt, ja, also mir wurde auch wieder gesagt, indem ich dem 8 so kritisiert habe, dass Freesteller damit relativ viel reißt, es mag sein, ja, aber zwischen mir und Freesteller liegt nochmal ein gutes Stück und zwischen mir und 99,9% aller Replay-Einsender liegt auch nochmal ein gutes Stück, deshalb finde ich das dann ein bisschen schwierig, Freesteller als Argument zu bringen in dem Sinne. Es ist schön und gut, vielleicht hat er einfach ein dreimal besseres M8 Micro als die meisten Hanseln, die das dann hinstellen zusammen. Und deshalb gewinnt er seine Spiele, ja, nicht wegen dem M8 selber. Ein richtig guter Spieler gewinnt mit fast allen Einheiten, der kann fast alle Einheiten spielen, was man auch sieht. Also viele gute Spieler spielen einfach keinen Spam von einer Einheit, sondern spielen viele verschiedene und gewinnen trotzdem. Obwohl das Spam ja eigentlich viel einfacher sein sollte. Das ist Ja. definitiv richtig, ja. Das haben wir noch für Fehler gesehen. Defensiver Wehrmacht-Sniper finde ich nicht sonderlich gut. Im Endeffekt wurde auch bei nur 14 Kills gecountert. Hätte er aggressiv gespielt, hätte er das bei 30 Kills verloren und doppelt so viele Kills sind einfach besser als halb so viele Kills. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, gut, ist halt auch eine Sache, die man sich angewöhnen muss, ne? Ja klar, also es ist klar gewesen, dass wir mit dem Spiel jetzt vor allem halt versucht haben, einige Fehler aufzudecken. Was gut gemacht war, ist halt einfach die Build-Order von Rosenberg, das ist eine Taktik. Die hat er auch richtig abgeändert, weil der Jeep da war, halt keinen Sniper gebaut, hat einen Sniper verzögert gebaut, damit er genug Einheiten hat, um den Jeep von seinem Sniper fernzuhalten. Volks-Volks-Sniper oder Volks-Volks-MG-Sniper ist einfach eine starke Combo, die man auch schon im relativ geringen Levelbereich spielen kann, auf bestimmten Maps. Zum Beispiel Langree, die relativ offen ist. Zum Beispiel auf Angoville lässt sich das noch relativ gut spielen. Das ist klar, dass man MG braucht. Man spielt dann Volks-Volks-Sniper-MG oder Volks-Volks-MG-Sniper, wie gesagt. Dann ist es einfach eine Sache, wenn man das Sniper dann gut handeln kann. Das lernt man auch in dem One-on-One dann am besten, wenn du den gleich als dritte Einheit baust und das ganze Spiel über behältst und ständig am Töten damit bist. Dann kann man dann auch Spieler schlagen, die eigentlich für einen vorher unerreichbar waren mit anderen Taktiken. Weil es einfach eine starke Taktik ist, die sich auch relativ einfach umsetzen lässt. Und man geht mal weg von diesem typischen Grengespamme, was 90% der Wehrmacht Low Levels machen. Ja, definitiv, aber wie gesagt, man muss es sich halt einfach erst einmal antrainieren. Klar, aber das ist halt Taktik, die leichter reingeht als gewisse andere Sachen. Und das auf jeden Fall, ja. Und das ist auch eigentlich, ich würde es mal als gleichwohl stärkes, aber normales Wehrmachtsplay bezeichnen wollen. Wie gesagt, vielfach sieht man jetzt einfach nur noch, ja, das dumme Rumgespamme. Zumindest Ja, in und den Bereichen, in denen ich mich bewege. ja, bei mir ist es ja genauso. Und die Sache ist einfach die, man spielt dann auch eine Taktik, die nicht so viele Leute kennen und die meisten stellen sich irgendwann auf Grenzspam ein. Das ist zwar immer Kacke, also das kann ich von mir aus sagen, gegen 90% der Grenzspam-Spiele gewinne ich auch. Manche spammen einfach zu hart und sind in dem Fall auch ähnlich gut wie ich und damit gewinnen sie mit so einer Taktik halt auch manche Spiele. Aber die meisten Spiele gewinnt man, aber da sagt man nach dem Spiel, oh Gott, was war das für eine Scheiße jetzt? Ich habe da 40 Minuten lang rumgehampelt für jemanden, der nur einen einzigen Button gefunden hat. Und hab mir Mühe gegeben, wie Sau, bin geschwitzt wie ein Schwein und der Typ da hat sich noch währenddessen an den Eiern gekrault und Chips gegessen. Ja, also mir gewinnen die Spiele, aber es sind einfach keine schönen Spiele und deshalb finde ich es auch einfach als Wehrmacht doch viel schöner, wenn ich so ein offenes Spiel mit einem Sniper noch mit dabei, wo ich auch selber Action habe dabei und nicht nur einen großen Grenzmob über die Karte bewege, vom Medic Bunker nach vorne und zurück. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ja, gut, aber vielleicht noch mal kurz zum Amerikaner. Also, ich weiß nicht. Also, ich persönlich hätte jetzt in der Situation, wo er der war, das WS10 nicht gebaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn einem der Sniper zu sehr nervt, kann man schon bauen. Aber eigentlich hast du recht, also das WSC war in der Situation nicht so sonderlich
die beste Wahl. Kein Infanteriewett hast du ja gesagt gehabt. Und dann halt einfach die Tatsache, dass es so enorm viel Fuel-Überschuss hatte. Also das Army sollte mal echt keinen Fuel-Überschuss haben, weil du viel bessere Sachen mit deinem Fuel anstellen kannst. Sei es Nachschublager-Upgrades, sei es T4 bauen und Panzer bauen oder Infanterie-Upgrades. Und ja, also er hat sich mit dem WSC einfach nur, es gibt ja so Sachen, die halten nicht länger im Spiel, aber können dir im Endeffekt nicht den Sieg bringen. Das Grenzspam ist zum Beispiel so eine Taktik. Wenn ich unlustige Grenzspamme, dann spiele ich damit halt 30, 40 Minuten lang, verliere aber trotzdem und hab nichts davon. Und ich lerne auch nichts bei dieser Art von Gameplay. Wohl eher nicht, ne. Ja, ich denke auch, also T3, gut. Ich denke, das war auf jeden Fall in Ordnung, einfach deshalb, weil er, was nicht in Ordnung war, so viele Einheiten verloren hat. Ja, Liberal wäre T4. ja eigentlich gar nicht mehr drin. Ja, gut, ja, hast recht, ja. Hätte auch versuchen können, direkt T4, ja. Ja, also wie gesagt, mit so wenigen Einheiten ist T4 dann natürlich ein hohes Risiko, aber ich hätte halt, du schon gesagt hast, eher weniger ein WSC gebaut, vielleicht nur einen Sniper raushauen und dann direkt weiter auf T4 gehen und dann halt einfach Panzer raushauen. Damit kommt man auch dann einfach in manchen Situationen besser gegen das Wehrmachts T4 klar, weil man auch die Panzer, die gegnerischen, mal jagen kann. Und nicht so darauf angewiesen ist, seine Packs ständig am Leben zu halten. Wobei man mit mehr Rifles die Packs natürlich auch länger deffen kann. Das stimmt, ja. Aber es ist halt auch, also, ja, ich denke wirklich, das wäre besser gewesen. Aber jetzt auch von der Doc her, Impf, also, meinst du, das hat es ihm wirklich gebracht? Ich verstehe nicht, warum er Impf gegangen ist. Ganz ehrlich, kein Death-Doktrin, keine Ja. Einheitenansammlung, nur ein MG. Keine Nebelwerfer oder so, wo ich es draufwerfen kann, nur eine einzige Pack, wo ich theoretisch was hätte draufwerfen können. Also die Dockwahl war kacke, dafür war die Dockwahl von Rosenberg halt genau richtig, weil er Terror gegangen ist und sich aufs Late Game vorbereitet hat. Und er hatte auch so viel Munition, dass er Terror relativ gut ausspielen konnte. Ja gut, er hat halt auch erkannt, dass er einen sehr großen Teil von der Map einfach gehalten hat und dass er es machen kann. Klar, ja, also durch die zwei, durch die zwei Rifles, die er verloren hat, hat er einfach sich das Spiel selber kaputt gemacht, im Endeffekt damit. Also, dann hat er die Map nicht zurückholen können und Rosenberg hat einfach zu viel Rest reinbekommen. Das war auch im Endeffekt der Grund dann für die Niederlage. Das scheiß Telefon kann auch mal aufhören zu klingeln. Ja. Brav. Ja, gut, ja. Ich weiß nicht, hast du sonst noch was zu sagen? Ich würde jetzt meinen, wir hätten es ungefähr durchgekaut. Ja, gute Sachen, also ich will nicht zu viel auf Rosenberg rumhacken. Gute Sachen, die er auf jeden Fall gemacht hat, waren die Stacheldrahtreihen, die er gezogen hat. In einem Cut-Off hätte man noch ein bisschen anders ziehen können, aber Deckmuck zu drahten war sicher keine schlechte Idee. Sein Cut-Off zugedrahtet, Minen hat er auch einige schöne gelegt. Der Army hat einen guten Minenspot gehabt, da vorm Haus, und hat dann auch versucht, die Anfahrtswege von Wehrmacht dazu zuzubauen mit Minen. Aber das hat einfach aufgrund dessen nicht geklappt, weil er das nicht lange genug gehalten hat, nicht genug Minen legen konnte. Ansonsten ist es sehr schön, wenn man als Army vorrückt, aber ganz genau weiß, der Wehrmachtler drückt da sicher wieder raus in einer Minute, dann lege ich einfach drei, vier Minen hin und dann darf der Wehrmachtler mit drei, vier Einheiten auch wieder retreaten, wenn er in die Minen reinrennt. Und ich habe einfach mehr Zeit, mich selber, also er capt später, der Wehrmachtler, ich kann mich besser aufstellen als Amerikaner, der kann vielleicht selber mal refreshen. Ja, aber ich denke, ansonsten haben wir eigentlich wirklich alles gesagt. Jo, dann sind wir fertig an der Stelle, weil. Tja, dann schönen Dank, ne? Nur kein Problem. Wenn es darum geht, Arne zu ärgern, immer. Immer, immer. Vielleicht finden wir ja auch mal wieder ein tolles Replay bei GR. Wo man auch wieder die Können wir mal schauen. Experten zu spielen sieht. Naja, schauen wir mal. Gut, ja, in jedem Fall, das war's an der Stelle und ciao, ciao.